PSN-Codes kriegt ihr am schnellsten und besten bei VGO-Shop, ja. Die günstigsten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja. Nutzt NRG Kappa für Rabatt. Link in der Beschreibung. Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji, willkommen hier zurück auf No Hand Gaming, dem einzig wahren Schnurrbart-Kanal des Jahrhunderts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Du kriegst aber aktuell Konkurrenz. Battleship Wager mit den Teasers. Du kriegst Konkurrenz. Dena, Schnurrbart. Von Dena, ne? Ja, Dena. Konkurrenz ja. Da. Dena, melde dich bei mir. Wir machen Kampf. Verlierer muss Schnurrbart abrasieren. Wir machen heute Battleship Wager, Freunde. Und zwar habe ich mir überlegt, da wir den Suarez Play of the Month SBC gemacht haben und der gar nicht so viel Beachtung gekriegt hat, machen wir heute ein Suarez vs. Kanté Battleship Wager. Dankeschön an Steini, der uns das Format hier gegeben hat. Der Link ist auch in der Beschreibung. Steinski, bitte. Und weil Suarez nicht die geilsten Stürmer oder nicht der schnellste und sowas ist, dachte ich mir, ich nehme jemanden aus dem Toti-Bereich, der eigentlich kein Stürmer ist, aber eigentlich Baba-Stürmer-Stats hat. Und das ist eben Kanté, wenn man mal vergleicht, sind schon brutal, nicht so schlechte Stats. Ja, also der hat auch 88 Schuss versus 92 Schuss. Kanté ist dafür schneller. Dribbling hat er wie viel? 95. Ja, und Suarez hat 87. Also ich bin gespannt. Die bleiben stehen. Der Rest kommt auf die Bank. Am Ende wird discarded. Ganz einfach. Lasst gerne ein Däumchen da und schaut bei der Folge von Teasy vorbei. Die war besonders gut. Abfahrt Erna. So, die Spieler sind auf der Bank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihr habt welche Formationen? 4-3-3. Okay, ich habe 4-3-2-1. Dann fange ich bei euch mit den Flügeln an. Okay. Gön. Linker Flügel kommt die Nummer 5. Falsch. Heute übrigens ohne Verzählen, Freunde. Ich habe die Teaser nochmal vorgewarnt und habe die nochmal in die Grundschule geschickt, weil die sich jedes Mal verzählen. Ja. Heute aber hoffentlich nicht. Ja. Der Rechenschieber habe ich dir schon geschenkt zu Geburtstag. Rechter Flügel, die Nummer 8. Ich habe so Angst, keinen Gamechanger zu kriegen, Mann. So, bitte gib mir direkt eins zu Beginn. Was haben wir bei dir? 4, 3, 2, 1. LS und RS. LS? Die 11? Mhm. RS, die 1. So, 3. Linker ZM, die 5. Die 6. So. Die 6? Ja. Okay. Ins Zentrum kommt die 1. Und ins rechte ZM kommt die Nummer 8. Die Nummer 7. Ich hab schon kalte Hände. Achtung. Ich hab Angst. Miep. Bitte, gib mir einen. Ich brauche jetzt einen. Bei dir auch 3 ZMs, ne? Ja. Linker ZM. 10. Mhm. Die Mitte, die 8. Und rechts, die 2. Ich will dir jetzt so einen Druck machen, aber es wird auch eng. Das ist schon eklig, Digga. Piepst sogar die Eismaschine. Habt ihr den Feuermelder oder was? Ja, die sagt schon. LV. LV, packe bitte die 2 hin. Warum ist das so? Linker Innenverteidiger. Die 12. Das war's. Rechter Innenverteidiger. Die 9. Nee, und Rechtsverteidiger packt ihr die 3. Das war's. Ich schließ mich an. Timau, genauso gute Leistung. Ich applaudiere schon mal für dich, dass ich realisiert wurde. Super, also ich glaube, du übernimmst doch nicht das Nächste. Checkt auf jeden Fall die Folge von den Teasers aus, Freunde. Da erfahrt ihr mehr. Bruder, das ist scheißegal, aber am Ende stehen 0 Gamechanger. LV, bei dir die 12. Mhm. RV, also Rechtsverteidiger sind wir jetzt, die 3. Aha. Linker IV die 9, rechter IV die 4. Ja, hab den Torwart schon. Der Torwart ist zwar drin, ja, aber nicht auf seiner Position, ne? Aha. Okay, dann hätte ich gerne bei euch im Tor die Nummer 10. Digga, der hat irgendwo safe eine Kamera, der Bastard. Ich versteh's. Aber er war mal Torwart. Gut, bei dir, wie sieht's aus? Der Torwart steht noch nicht drin. Übrig ist die 5, die 6 und die 7. 7! Ja! Fast klar. Ja! Ich hätte ich werde euch auseinandernehmen! Ja, wir schließen uns erneut an. Wir sind rutschen gegangen. 4 Gamechanger! 4! 4! Nee, gar nicht 4. 1, 2, 3, 4. 5 Gamechanger! Ja! Yeah! Und ihr?
Null. Zero. Wir nehmen das Format immer auf. Ich hab so Bock, Freunde. Jetzt wird's umgestellt. Was mach ich denn? Ihr habt mir Linksverteidiger, einen Innenverteidiger und den Torwart noch auf die Position gestellt am Ende. Also das hier ist mein erster Change, Numero Uno. Mein zweiter Change ist... Ja, gute Frage, Alter. Das gibt alles weniger Chemie. Aber scheiß drauf. Hauptsache, da spielt einer. Ich hab ja 5 Changes, also von daher. Nummer 2, Nummer 3. Das ist auch nicht besser. Schlechter. Ich habe sogar 5 Game Changer gegeben. Nummer 4. Da macht sich ein Full Team. Und als letztes. Ja, oh, mache ich noch den. Ja, das sieht gut aus. Geh mal rein, füllen wir die Bank auf, schlag dich ein, oder? Also, let's go. Geh mal rein in die Olga. Ich hab Bock. Habt ihr auch Bock? Ja, gut. Boah, ihr habt immer eine Formation, mit denen ihr mauern könnt. Hä, wen habt ihr im Tor? Ihr habt ihr keinen Torwart? Doch. Vorsicht. Nee, habt ihr nicht. Goal! Stimmt ja, da war ja was. Welcher Mann ist das? Terra. Play of the Month. Oh, mein einziger Bronzemann. Von mir auch. Das ist der von Menu, oder? Von City. Kanté! Oh, warum ist der Kanté? Digga, warum schafft ihr denn immer einen normalen Pass? Wie soll ich mich da hinten raus denn spielen, wenn ihr immer ein normales Passage parken? Ah! So, ich verlange dein Spiel, aber ein normaler Pass nach vorne. Partie, partout, die Teasies kriegen heute drauf. Partie, partout, die kriegen heute richtig drauf. Ich erwarte doch nur einen normalen stinkenden Pass nach vorne. Willst du wirklich keine Motivationsrede machen, Timo? Halt's Maul jetzt da drüber, sonst wäre ich echt aggressiv. Ah, Kanté! Er kann beides. Stürmer und Verteidiger, würde ich mal sagen. Der kann beides. Ganz einfache Geschichte. Der kann's halt einfach. Aber wer hat nochmal Kanté als Stürmer drin? Er oder ich? Schade, dass du trotzdem Kanté nimmst. Was willst du machen? Wow, Rafa! Ach komm. Donnarumma. Ach komm, das war knapp. Ja, Digga! Da, jetzt, da stellt er ihn! Da stellt er ihn! Ich kann doch nicht nach hinten spielen, wenn ich nach hinten spiele, ist er weg! Ah, übrigens, Super Bowl, seid ihr wieder dabei dieses Jahr? Easy. Boah! Wenn man halt wenigstens ein Tor wieder hätten, Digga. Wenigstens das, ja? Wenigstens das. Zack. Arthur Abraham! Ach, Walker ist im Tor! Der kann's aber, eigentlich, ne? Ist das hier deine Folge, ich spiele im Tor, oder was? Ja. Ah, Fabinho kann es halt auch. Ach, als Fabinho, Striker. Top Stürmer! Top Mann! Pati! Patu! Die Teasies kriegen aufs Maul mit dem Schuh. Puh, schieß doch! Och, warum schießt du denn nicht? Du Opfer! Stark! Oh. Boah, und wenn wir die Chance haben, dann gehen sie nicht rein. Ich wollte sogar eigentlich jetzt ein lange Eck bewegen, den Torwart. Hä? Das war doch mit der Hände festgehalten! Was war denn das? Teratita. Du Fotze, oh. Alter. Du eklige Fotze, sag ich dir dazu. Du ganz ekliges Stück Fotze, ne? Donnarumma. Ich sehe uns Ey, Mann, bei mir geht aber auch gerade nichts nach ganz vorne. Ganz ehrlich, ne? Wenigstens Donnarumma bei uns ins Tor und Walker ins Mittelfeld. Dann wäre ja schon viel, viel mehr möglich gewesen. Ja, Walker war auch... Ja, der Walker, der hat es halt schon ein bisschen übertrieben, ne? Muss man schon mal sagen. Walker hat wenig Spaß. Ich bin eigentlich unzufrieden, Alter. Mit 4 Toren kann man nicht zufrieden sein. Da hätte mehr gehen müssen. Und mein Bronzespieler ist der Man of the Match, ne? Können wir. Ja. Die Titanic ist schon lange untergegangen, aber heute wiederholt sich der ganze Spaß. Sie fährt die ganze Route nochmal ab und es endet im gleichen Desaster. 4 Picks. 4 Picks. 4 Picks. Icon habt ihr drin, ne? Mhm. Toti Kanté. Ja. So die besten, ne? Ja. Gnabry Player of the Month. Ja. Was noch? Roter. Wie heißt das? Hernandez noch. Ja. Okay. 4 Stück. 4, 3, 3. Dann nehme ich erstmal alle 3 ZMs. Alle 3 ZMs. Boah, das tut weh. Das tut nicht so weh, aber das andere tut fucking weh.
Und dann nehme ich noch den rechten Flügel. Wir hatten nicht umgestellt, Digga. Oh, was? Aber du hast... Hätte ich Innenverteidiger Lea nehmen müssen, ne? Innenverteidiger stand Hernandez rot, Cartuso, Kanté weiterhin im Sturm. Boah, aber Gnabry, Player of the Month ist weg. Immerhin. Aber da hätte mehr gehen müssen bei 4 Picks, ey. Schade. Tragt euch in die Sperrliste bei Battleship Wager ein, wie im Casino, wenn man sich sperren lassen kann. Lass uns 1 Monat lang sperren, bitte. Steini. Antrag ist gestellt, 1 Monat gesperrt. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video gerne. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Checkt den Kanal von den Teasers aus. Da war auch eine wirklich interessante Aufnahme dabei. Und ja, dann haut da rein, Freunde. Teasy, ihr dürft gerne das letzte Wort hier übernehmen. Wir lassen uns sperren, mehr sage ich dazu nicht. Ciao.